Gut, kleiner Fortschritt ist immer ein Schritt in die fortige Richtung. Ihr kennt vielleicht den Reim, fährt der alte Lord fort, fährt er nur mit Mercedes-Benz. Ah ja. Was ist jetzt los mit der Heck? Oder das ist, nein, das ist ein bisschen schwierig jetzt. Schau, das ist cool, wenn man jetzt in der Luft speichert hier. Jetzt kommen wir einfach. Na, Trick sehr, ist das. Na, sehr Achtung. Cool ist das. Ja, das ist cool zu. Ein bisschen tricky. Hopp! Nein. Hopp. Jetzt bin ich hier, Achtung. Hopp! Okay, bitte. Der kennt sich ja aus. Ja. Ah, er kann gar nicht. Ich muss dann gleich auf die Plattform. Ja, genau. Du kennst dich aus, ja. Du hast es wirklich, du hast es drauf, ja. Du bist wirklich gut. Ich meine, du hast das Spiel gelernt, du weißt, du hast in der Schule gelernt, du hast aufgepasst. Du bist gut. Dir vertraue ich. Okay, einmal noch. Dir gebe ich's. Ja. Au, zum Teufel mit dem Spiel. Ja. Ach, ich glaube, ich sollte euch alles kapieren. Danger Train! Danger Train? Ja. Mit dem Danger Train sind wir doch längst vorbei bei der Floßfahrt. Was tue ich? Du spielst ein Spiel auf dem Computer. Ja. Was tue ich? Das ist das, was du tust. Was tue ich? Du spielst ein Spiel auf dem Computer. Was ist euer Lieblingsgerät? Computer? Fernsteuerung? Oder Toaster? Toaster. Weil da kommt das Futter raus. Du kommst raus. Wenn ich mit dir fertig bin, immer kommt was raus. Weitergeben. Schau. Keiner hält wahrscheinlich, weil bei dir nichts rauskommt. Das ist jetzt der Grund, warum du so angezipft bist. Ihr seid richtige Esel. Nein, Spaß. Nein, Spaß. Ich bin ja der Bauer hier. Schau, man kann da gar nicht stehen. Das ist die Lüge des Lebens von Gregor Ankwan wieder gesund. Ja, ich bin so ein echter Mann. Er spuckt. Spaß dir, Jaya. Aber nur einmal, dass ihr... Ich free für alle, frei für alle jetzt. Okay. Ihr seid dran. Oh, viel Glück im Labyrinth von The Guy. Findet den Ausgang? Dann bin ich stolz. Findet ihn nicht? Pech. Labyrinth. Warte, da links. Du musst links? Darauf jetzt. Da ist der Secret. Oh, Sackgasse. Du bist gemein. Wer hätte das erwartet? Das ist. Und diese kleinen Dinge, die da rollen, schon so aus wie Krümelkekse. Max, du die Sonic-Fanbase kennen, weil da brennt der Hate am was? Am Feuer? Am heißesten. Ja, ich kenne die Sonic-Fanbase. Ich nicht. Und sie sind ziemlich verwirrte Kumpane. Ich glaube, ich weiß schon. Ich mag Sonic eigentlich schon. Was tun? Einmal noch. Und dann zeige ich euch, wo es wirklich lang geht hier. Es ist halt ein Labyrinth, da weiß man nicht, wo es lang geht. Eigentlich muss man einen geheimen Weg gehen. Ist nicht leicht. Was willst du tun? Was? Okay. Zum Glück brennt hier nicht mehr alles, sondern nur noch ein paar Stellen. Noch ein paar Flecke. Okay, dann geht's los. Ja, ich weiß nicht mal, ob das hier stimmt überhaupt, der Weg. Ja, das werde ich euch dann zeigen. Wer kennt vielleicht meinen Hund Flecki? Flecki? Ich hab keinen Hund. Aber er heißt Flecki. Ach, verdammt. Wenn ich einen hätte, würde er Flecki heißen. Oha. Kennst du? Aber nur wenn er Flecken hat. Hat er keinen, dann würde ich ihm. Kaut er runter auch? Keinen Fleck. Wow, okay. Man kann darunter, ja. Ich würde es dir nur nicht empfehlen. Warum nicht? Weil es da einfach nicht lang geht. Weil hier... Oder vielleicht gibt es mehrere Wege. Ich bin mir gar nicht so sicher eigentlich. Ich glaube es aber... Doch, es... Nein, es geht nicht. Ich glaube nicht. Ja, ich bin jetzt auch... Vielleicht nicht. Ich weiß es nicht genau. Aber egal, ich werde es versuchen. Du wirst es versuchen? Na, schau, dass du weiter kommst. Das Schaf Blöki. Blöki? Ja. Okay. Okay. Und was macht's? Meh oder was? Es leuchtet ganz hell. Okay. Ich war, glaube ich, wirklich jetzt in der Danga-Zone. Wo muss man hin? Hier rauf jetzt. Und dann kommt dann Starov, okay? Okay. Und dann hier runter. Ich werde wirklich tollwütig mit dem Spiel noch. Pass auf. Irgendwann wirst du das auch verstehen. Nein, keins. Irgendwann wirst du das noch verstehen. Hier rüber. Ach, Flecki. Wo ist mein Hund geblieben? Weißt du, was mir hier verrückt wird? Was? Der Hund in der Pfanne. Ah. Ja? Habt ihr vielleicht auch eine imaginäre Katze? Nein. Nicht? Nein. Weil bei sowas, da muss meine imaginäre Katze leiden. Wow. Ja. Ist ja brutal. Du bist brutal, wenn ich mit dir fertig bin. Wenn die Katze mit dir fertig ist. Ach, jetzt habe ich es wieder nicht geschafft, darauf zum Springen. Bei dem Spiel, wenn man da keine Kekse isst, dann wird man verrückt. Bitte. Danke. Bitte schön. Dankeschön. Schön. 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 Danke. Schön. Schauen wir dann auf unser zweites Projekt. Wie das am Kochen ist. Ja, ich schlag dich gleich so, dass du mit den Augen hinten rausschaust. Und zwar auf die Uhr. Die liegt in der Kurve. Okay. Also bitte aufgepasst.
Bitte noch einmal! Bitte noch einmal! Bitte noch einmal! Ups, jetzt habe ich das Ding gehauen. Und zwar nicht das andere Ding, was ich sonst immer haue. Weißt du, das Ding haue ich? Klar. Die Birne. Ne? Mensch, Mann, hier. Was sagt euch mehr zu? Mexiko oder New York? New York. Mallorca? Ja. Was ist das? Oder Ibiza. Okay, jetzt kommt ein Quiz. Wo liegt Hollywood? In USA. Ja, genauer. In Hollywood. Der Staat? Florida. Richtig. Stimmt das? Keine Ahnung. Das Quiz! Das bringt nichts, hier zu schießen. Es bringt nichts, hier zu schießen. Nein, schieß nicht. Das ist nicht egal. Das ist nicht lustig zu schießen. Leute, die zuschauen, helft uns. Wie kommen wir am einfachsten aus diesem Labyrinth hier? Am einfachsten. Ich glaube, du bist Facharzt. Irgendwann wirst du noch Facharzt sein. Wenn es nicht der Röntgenarzt wird. Ja, das ist ein Pech. Ach, verdammt! Gib mir das Ding hier. Hey, das war einfach so. Schauen wir mal auf unser zweites Projekt. Ich will es dann auch noch zweimal versuchen, gell? Okay. Tamato, zweimal. Gibt es noch ein Nugget? Okay. Please. Aber nur. Wenn wir noch genug haben, natürlich. Ja, sicher. Ja, drei sind noch übrig. Okay. Da bitte. Danke. Stop! Ist es wie ein Labyrinth von Katz und Maus hier, Mensch? Nicht wahr? Tom und Jerry. Kennt ihr noch? Jerry. Kennt ihr noch Tom und Jerry? Ich kenne nur Tom und Jeff Jarrett. Tja, wer rausspringen will, landet meist auf dem Mülleimer. Ja? Sprichwort aus China. Wer rausspringen will, landet meist im Mülleimer. So, ich zeige euch jetzt kurz, wie das geht, damit ihr es auch versteht. Bollywood, fragt Matt Kipp. India. India. Sicher. Wart ihr noch nie in Bollywood? Nein. Ich schaue, und die tanzen und immer so schön und haben Curry. Echt? Curry? Ja, sicher. Curry? Lieblingssoße bei Mackey. Los. Curry. Achtung! Danke, dass du mir das gesagt hast, ansonsten wäre ich vielleicht gestorben. Vielleicht aber auch nicht. Okay? Also jetzt. Glaub nicht, dass du mein Leben gerettet hast, weil vielleicht geht's ja hier lang. Wenn ich Sackgasse, meine Güte. Ich glaube, mein Herz bleibt stehen. Wo bin ich? Oh, hier. Verdammt, ich weiß jetzt leider nicht, wie mein Bus lang geht. Aber du wirst. Ich glaube nach unten. Einfach unten. Ja, einfach unten. Ich glaub's selber, ja. Okay, letzter Versuch. Okay. Jetzt weiß ich wenigstens, wo es lang geht. Okay. Der kleine Philipp ist wieder da. Immer da, wenn es Probleme gibt. Kennt ihr diese lustigen Telefonscherze? Der kleine Lukas vom verrückten Telefon. Er ruft immer an und sagt, dass er aufs Klo muss oder so. Aber keine öffentliche Toilette finden kann. Die Leute wollen ihm dann helfen, aber er tut die nur veräppeln. Das ist richtig. Jetzt nicht da. Doch. Ihr kennt sie nicht aus. Wow. Schätz, hier rauf. Hä? Verdammt nochmal, wo ist der? Da unten. Achtung, jetzt kommt ein Starov. Achtung. Starov! Hä? Nix da. What the? Gibt's ja nicht. Ja! Jetzt kommen die Halle der vorherigen Guys. Schauen wir jetzt auf unser zweites Projekt, wenn wir es so schön ins geschafft haben. Ja, ich würde sagen, Ist der Dino noch da, oder? Was, der Dino? Los? Ja, der heißt der. Das ist deiner? Ah. Ja, aber du kannst ihn eh haben. Ich mag jetzt keine. Kann ich ihn holen? Ja. Dankeschön. Okay. Hol ihn dir, mein Junge! Los! Hopp! Wow, ich glaube, es geht los. Ich glaube, Freunde. Bitte kalibriere die Anzeige.